Tesla. Ja, und somit herzlich willkommen zu Doom 1993. Ich dachte mir, ich versuche mal so einen Retro-Shooter aus. Ich habe von Doom schon ziemlich viel gehört, ich habe es allerdings noch nie gespielt. Von daher wollte ich mir das mal anschauen. Und heute mal ein Special, würde ich sagen, nämlich mit dieser Stimme hier, mit diesem Soundeffekt. Mal schauen, ob es mir gefällt oder nicht. Vielleicht werde ich es dann auch ändern im Verlauf des Spiels. Aber auf jeden Fall geht die erste Folge damit los. Wir spielen heute mal den Singleplayer und laden ein neues Spiel. Needy Benedict, The Shores of the Hell Inferno. Ich würde jetzt einfach mal... welche Episode? Mit der ersten anfangen. Schwierigkeitsstufe, I'm too young to die. Hey, no, not too rough. Hurt me plenty. Ultraviolence Nightmare. Ah gut, jetzt würde ich einfach mal die Mitte nehmen. Hurt me plenty. So, da sind wir auch schon. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze anfühlen wird. Ich habe noch nie so einen Retro-Shooter gespielt. Von daher muss ich da wahrscheinlich erst ein bisschen reinkommen. Hier geht's offensichtlich nicht lang. Doch, da geht's lang. Aber was ist hier drüben? Eine Rüstung. Hört schon mal auf, dass man sich hier nicht irgendwie umschauen kann. Also, man kann sich umschauen, aber... nicht nach unten und oben, das meine ich. Die Sounds gefallen mir schon mal ziemlich gut. Hört sich spannend an. Und da wir da jetzt nicht nach oben schauen können, müssen wir hier weiter. Oh shit! Was man mit diesen Fenstern hier machen kann, keine Ahnung. Okay. I see. Immer schön Stuff einsammeln. Okay, Hunger beendet. 83 Kills, Gegenstände 75, Geheimnisse 0. Okay, da habe ich wohl ein bisschen was verpasst. You are here. Dann geht's weiter. Zurück kann man nicht. Ich glaube, hinter mir ist was. Okay, shit. Du benötigst einen roten Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Wenn man das Fadenkreuz ausschaltet, wie es wahrscheinlich früher war, ist es echt schwierig zu ziehen, finde ich. Okay, wie kommt man da hin? Hm.
Okay, das ist jetzt mies. Okay, man kann ihn doch treffen. Denk mal, ich als Mensch kann da wahrscheinlich nicht drauf laufen, oder doch? Doch, das hört mich. Ja, diese sind also Schalter, um da irgendwo was zu öffnen. Oh shit! Ah, das ist ein Lift! Hab ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Ich gehe da kurz nochmal runter. Ich glaube, ich habe hier irgendwo was übersehen. Oh shit! Check ja mal gar nichts. Bin ich jetzt immer noch auf dem gleichen Level? Ja, von hier kamen wir. Ich check gar nichts. Bin ich hier schon hoch? Eine Waffe. Das konnte ich jetzt komischerweise einsammeln. Oh shit! Ich glaube, die werden wahrscheinlich noch ziemlich schwierig. Diese ganzen Level. Ist das auch ein Lift? Ne, das ist kein Lift. Okay, die Musik könnte ich noch ein bisschen lauter stellen, ehrlich gesagt. Check gar nichts. Wo muss man hin? Wo muss man lang? Ein bisschen wie ein Labyrinth hier aufgebaut. Shit, der hat mich getroffen. Das ist nix. Okay, das war einmal im Kreis. Da waren wir auch schon. Bringt uns nur Munition. Und wo geht's denn weiter? Hier war ja, glaube ich, nix. Nee, da läuft man bloß im Kreis. Ich höre halt hier noch irgendwie was. Hier ist nix. Und hier oben waren wir auch schon. Hole reingelaufen. Hier geht's weiter. Alter, Health 80%.
das sind Schalter. Ich habe bestimmt schon was übersehen. 100 Health wieder. Ich glaube, das war's. Oder? Das war's. 92% Skills, Kills, 50% Lebensstände. 16%, das habe ich gar nicht übersehen. Das ist ja mega viel. You are here. Toxin Raffinery. Okay. Die Waffe behalten wir offensichtlich. Und wo kam da der Schuss? Ich muss echt aufpassen, weil von allen Seiten etwas kommt. Oder kommen kann. Was ist das? Okay, bringt nix. Ich muss aber sagen, bisher macht's ziemlich Spaß. Aber ich find's ein bisschen schwierig zu sagen, wo man hin muss, wo man lang muss, was alles passiert. Oh shit, was ist denn das? Oh fuck! Es kommt da von beiden Seiten. Irgendwie was. Oh, Alter. Okay, irgendwas Goldenes eingesammelt. Gibt's hier irgendwo einen versteckten Schalter? Ich sehe zumindest gerade nichts. Dann hätten wir das hier. Hier ging es ja nirgendwo mehr lang. Ist der Anfangsraum? Ne. Und hier rechts. Okay, da gibt es noch was. Einen blauen Schlüssel. Ah, ich habe vorhin den Schlüssel vergessen einzusammeln, deshalb fehlt da was. Im anderen Level. Hier springen kann man ja nicht. Schon nach hinten schauen. Okay, der trifft also automatisch die Gegner, die nicht auf unserem Level sind. Dann gehe ich doch noch mal hier hin. Aber den kann ich echt nicht treffen. Okay. Und dann gehen wir hier weiter. Ja.
Oh shit. Oh fuck. Oh fuck. Was ist denn jetzt los? Da wechselt sich einfach mal der Bildschirm in ganz schwarz. Ha, mies. Okay, sonst ist aber hier nichts. Da unten ist noch was. Soll ich da runterspringen? Okay, das war dann wohl ein Geheimnis. Hat uns allerdings nicht viel gebracht, ehrlich gesagt. Okay, wir haben jetzt eine goldene und eine blaue Karte. Okay, wait. Das ist ein Lift. Der bringt uns noch hier nach oben. Den haben wir schon gedrückt. Gibt's auch andere? Ups. Warte kurz. Shift. Wie heißt der? Tab. Ah, es gibt eine Karte, shit. Space benutzen. Und Quick Save gibt's auch. Es gibt eine fucking Karte, sag mir das doch mal jemand. Okay, ne, das geht zurück. Bei ihnen können wir nichts benutzen. Vorhin war doch irgendwo was mit der blauen Karte. War das hier? Nein, da unten rechts. Hier hinten war das, glaube ich. Mies, dass du das prediktest. Wait. Sind sie hin? Sind sie tot? Exit. Und wofür ist denn die goldene Karte? Wenn hier Exit ist? Versteckte Türen, die man nicht sehen kann? Wahrscheinlich. Oder kommt man hier wieder zurück? Nee. Ich höre halt hier links noch was. Was ist das? Was hat's mit dem Typen hier auf sich?
Kann ich nichts machen. Ich glaube, wir haben es so gesehen. Mehr oder weniger halt. Wenn ich den dort fertig kriege, keine Ahnung. Was war das denn bitte? Okay, man kommt da hoch. Aber wie aktiviert man das? Das ist doch gerade hochgefahren, oder nicht? Da kommt man hoch. Ich bin doch nicht doof, oder? Warum macht man hier mit den Stufen? Bewegt man was? Ach. Mies! Richtig mies! Jetzt sind wir hier. Sind wir hier? Jetzt haben wir das Gesicht eingesammelt, was auch immer uns das bringt. Hier ist auch was. Man geht wieder runter. Muss ich es irgendwie noch mal aus? Ich check's nicht, wie ich das auslöse. Wait. Wie zum Teufel soll man das schaffen so schnell? Muss ja mega schnell sein. Sorry, vertippt. Holy shit! Oh shit, was ist denn das? Nice! Eine neue Waffe. Diese Geheimnisse sind mies! Muss ich sagen, finde ich mies. Sind schwierig versteckt. Bis man da hinkommt, wo man muss.
Aber ich höre halt immer noch irgendwas. Also irgendwo sind immer noch Gegner. Ihr hört das ja auch. Und kann ich jetzt damit was öffnen? Scheiße, das war schon mit dieser Waffe. Na, ich werde wahrscheinlich nicht alles immer zu 100% schaffen. Daher gehen wir einfach weiter. In den Exit. 87% Skills, Kills. Nee, das ist immer verkehrt. 57 Gegenstände los, also. Ist gut. What the fuck? Das Spiel hat mega viele Geheimnisse offensichtlich. 28% nur. Naja, ich würde sagen, das war's hiermit von der ersten Folge von Doom 1993. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Doom. Tschüss.